Hallo, ich heiße Barbara Bahadori und das ist mein Kollege Dr. Stefan Mütze. Wir wollen uns heute mal über das Thema Klimaschutz und Industriebranchen unterhalten. Zunächst einmal, welche Branchen sondern eigentlich hauptsächlich klimaschädliche Gase aus, wenn sie ihre Erzeugnisse produzieren? Ja, innerhalb der Industrie sind es vier Branchen, die etwa für 3/4 der Klimagasemissionen stehen. Allen voran die Metallerzeugung und Metallbearbeitung mit 1/4. Und dazu gehört im Wesentlichen die Stahlindustrie. Wir sehen das hier im Hintergrund. Dann die Bauzulieferer, Steine, Erden und Keramik mit 1/5. Und dann gibt es noch die Mineralölerzeugung und die Chemieindustrie. Und diese vier Branchen müssen natürlich massiv in ihre Produktionsprozesse investieren, denn die müssen klimafreundlicher werden. Du hast jetzt noch gar nichts zu der Automobilindustrie gesagt, Stefan. Ja, die Automobilindustrie emittiert in ihren Produktionsprozessen eigentlich nur 2% der Klimagase, also nicht ganz so viel. Aber wir müssen uns natürlich auch die Produkte angucken, die die Branchen herstellen. Das gilt genauso für die sonstigen Fahrzeughersteller, also Schiffe und Flugzeuge, denn diese Produkte emittieren über den langen Lebenszyklus, den sie besitzen, doch sehr viel CO2. Das heißt, diese Branchen müssen definitiv in neue Produkte investieren. Die Produkte müssen klimafreundlicher werden. Und wenn man jetzt sich mal die deutsche Automobilindustrie anschaut im Detail, kommt man zu dem Ergebnis, dass die sehr gute Chancen hat, diesen Transformationsprozess erfolgreich zu gestalten. Denn zum einen hat die Autoindustrie schon sehr gute Gewinne erwirtschaftet in der Vergangenheit und auch jetzt in der Gegenwart, die sie investieren kann. Und zum anderen investiert sie schon seit Jahren massiv in Forschung und Entwicklung. Schauen wir uns mal hier die F&E-Ausgaben an der deutschen Industrie. Da sehen wir, 50% von Forschung und Entwicklung kommt eben von der Automobilindustrie. Ja, das klingt ja sehr beeindruckend. Aber was heißt das jetzt ganz konkret für die Industriebranchen? Was sollen die wirklich ändern? Ja, konkret heißt das natürlich, die Produktionsprozesse müssen elektrifiziert werden. Mehr Strom und weniger fossile Brennstoffe. Und Studien zum Beispiel für die chemische Industrie, die zeigen ganz klar, dass das technisch machbar ist. Aber es setzt eben voraus, dass wir große Mengen von günstigem Strom haben. Also die Chemiestudien sagen zum Beispiel, wenn man die Chemie elektrifiziert, dann braucht die Chemie so viel Strom, wie heute Deutschland insgesamt verbraucht, also recht viel. Und das noch zu wettbewerbsfähigen Preisen von 4 Cent. Die Unternehmen zahlen heute deutlich mehr als diese 4 Cent. Wir sehen also, dass das eine Herkulesaufgabe gerade für die deutsche Energiepolitik ist. Herr Stefan, das klingt für mich ja nach sehr viel Kosten. Ja, das sind auch hohe Kosten, das ist ganz klar. Denn die Elektrifizierung der Produktionsprozesse bedeutet ja im Umkehrschluss, dass bestehende Kapitalgüter zum Teil zumindest obsolet werden. Man muss also massiv investieren und das kostet Geld. Und die Unternehmen werden diese Kosten natürlich auf ihre Endprodukte überwälzen. Und die privaten Haushalte haben höhere Preise zu bezahlen. Das belastet temporär ihre Einkommen. Das sind ja eigentlich ein bisschen düstere Aussichten. Wir haben doch jetzt schon so hohe Inflationsraten. Ja, ganz so düster würde ich es jetzt nicht interpretieren, denn das beschriebene Dilemma kann man natürlich durch mehr technischen Fortschritt auch gewisserweise auch ein bisschen lindern, weil mehr technischer Fortschritt bedeutet ja auch immer, dass wir mehr Produktivität haben. Höhere Produktivität bedeutet höhere Einkommen und das kommt natürlich dann auch den privaten Haushalten wieder zugute. Und man sollte auch nicht vergessen, dass es gewisse Branchen gibt, die direkt von dem Klimaschutz profitieren. Zum Beispiel die deutsche Elektroindustrie, die sich ja selbst als Enabler bezeichnet. Warum Enabler? Weil sie die Produkte hat, die in anderen Branchen eingesetzt werden können, um diesen Transformationsprozess nach vorne zu bringen. Wichtig ist abschließend natürlich, dass der technische Fortschritt in Deutschland in Zukunft eine noch höhere Priorität haben sollte. Stefan, das waren ja sehr interessante Einblicke. Und wer dazu noch mehr erfahren möchte, kann dies gerne tun. Wir haben eine Studie verlinkt hier unter dem Video.